In der letzten Episode. Okay, komm. Wunderschön. Da wird es in der Hand fertig, ist ja der Hammer. Okay. Noch eine Forelle? Ach du Schande, noch eine Forelle. Noch eine Forelle. Ach du Schande. Okay. It's getting dark out here. Ja. Time to look for shelter. Er will wirklich ins Bett. Hast du deine Hände gewaschen, oder was? Looks like a new day is dawning. Ja, aber du isst gerade was. Warum kannst du euch die Klappe nicht halten, wenn man isst, hm? Du warst wahrscheinlich auch immer so ein... Achso, die haben ja alle gegessen. Du warst wahrscheinlich auch immer so jemand, der am Tisch die ganze Zeit geschwätzt hat und als letzter dann fertig wurde mit Essen. Die anderen waren alle schon fertig mit Essen und du hast immer noch gelabert. Das sind immer meine Lieblingsmenschen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 253. Ja, in der letzten Folge haben wir uns eigentlich um den Futtervorrat gekümmert. Der wäre jetzt bei 31%. Der wäre jetzt schon lange fertig. Der liegt schon eine ganze Weile. Jetzt wollte ich X drücken. Das funktioniert hier in dem Spiel nicht. Und zwar, nee, ich wollte nicht nach dem... Doch, ich wollte nach dem Zustand. Wo ist denn eigentlich die Kleidung hin? Hä? Wo ist die Kleidung hin? Hallo Houston. Wir vermissen unsere Kleidung. Ja, wir sehen etwas lädiert aus. Hä? Warte mal, wir gehen erstmal in die Hütte ganz links und holen uns erstmal den Topf, bevor ich das nämlich vergesse. Weil wir haben unseren Topf in der Eisfischerhütte rausgelegt. Wahrscheinlich liegt da auch noch der Rest von unserem Stuff. Was ist das? Ach, Blei, okay. Ja, Holzkohle. Wie viel Holzkohle haben wir denn? Oh, gut. 43 Stück, das ist ja schon ein mächtig gewaltiges Wort. So, hier standen ja 1000 Töpfe. Oh, das ist nur noch einer. Schöner Tag, muss man echt sagen. Relativ kalt, aber das liegt daran, weil wir nicht für alle Kleidung haben. Ich hoffe, dass da jetzt nichts flöten gegangen ist. Gab ja kein Update. Sie waren... Ach, toll. In der letzten Zeit hervorragend hier mit der... Ja. Mit der Switch-Geschichte beschäftigt. Gab es ja noch Bugs und so, die haben sie noch ausgebügelt, bevor sie da sich um andere Geschichten kümmert. Der Bugs, der meinen Kanal ja damals schon promoted hat, als ich noch im Einstürzen 2 Wölfe sogar. Einstelligen Prozentebereich war. Guck mal, das schöne Fleisch und das schöne Wasser. Wahrscheinlich hat der Wolf sich da bedient. Ach, guck mal. Da. So, wie fühlt sich das an? 1 Grad. Ah ja, sehr schön. Hier drin natürlich. Genau, dann haben wir die Töpfe hier gelassen. Das ist unsere Dose, richtig? Ach du Schande, so viel Öl. Ich würde mal sagen, ja. Komm, Anna. Okay. Guck mal rein. Oje, oje, so viel Holz. Und Kohle. Angelzeug, ja, da ist was, genau. Und zwar das hier. Bleibt da, die beiden kommen dafür mit. Das Öl. Ich lasse es jetzt erstmal da. Wo sind die Laterne hin? Wo ist eigentlich unser ganzer Stuff geblieben? Sehr gut. Achso, das ist wahrscheinlich in dem Steinhaufen. Ah ja, genau. Ja, tschüss. So, können wir jetzt unseren Stuff endlich mal nehmen hier. Kann ja nicht wahr sein. Ach, da ist auch die Dose drin. Okay. Nee, die lasse ich jetzt mal hier. Die ist mir dann zu viel. So viel brauchen wir nicht. Ja, den Stoff, die Lampe und von mir ist das Zeug. 37,81 Kilogramm. So, jetzt ist der mal ein Stückchen weiter weg. Wir können mal hier loslegen. Halt, wir nehmen natürlich zuerst die kleineren Fische. Die sind wirklich kleiner. Ja, im Prinzip habe ich ja vor. Ja, ich nehme gleich nochmal einen Liter Wasser mit. 2, 4, 6, 7 Liter sind das auch nur. Im Prinzip hier wieder zurückzukommen. Das heißt, aufzubrechen. Jetzt ist es natürlich schon ein relativ fortgeschrittener Tag. Aufzubrechen und hier wieder zurückzukommen. Aufzubrechen, zurückzukommen. Jetzt sind natürlich hier die Wölfe.
direkt an der Futterstelle. Da muss man dann mal gucken, ob das dann kritischer wird oder eher nicht. Nochmal Wölfe abkochen, habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber wenn die da ständig davor stehen, solange man sie so verscheucht wie jetzt gerade, geht das immer noch. Der Hoppe Hops hat in einer der letzten Folgen mir geschrieben, wo ich das euch gezeigt habe mit dem wie viele Locations es noch sind, die wir noch finden müssen, oder ja, nicht finden, sondern kartieren im Prinzip. Und das sind ja doch einige. Weil das ja die Differenz etwas krude Mathematik war, dass es sein kann, dass das vielleicht nicht funktioniert. Dass wir nicht hier auf den Kartierer kommen, sozusagen. Kartierer-Achievement. Müssen wir dann mal gucken. Ja, okay, aber das ist nicht so gut, wie ich das eigentlich gedacht habe. Okay, das heißt, wir müssen erstmal vorsichtig hier runtergehen. Also sollten wir das nicht schaffen, wenn wir durch alle Karten durch sind. Das vollständig, also für diese, es gibt ja diese, ich zeige das euch nochmal. Nein, das ist falsch, das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Alle falsch. Das ist die Steinhaufen. Untersuchte Orte, genau, das war die Geschichte. Küstenstraße fehlen uns angeblich 5, aber 3. Ja, wie immer das halt funktioniert. Sieht man wahrscheinlich, stellt man wahrscheinlich dann relativ schnell fest, wie sich das hier handhabt. Kann ich mir gut vorstellen. So, das müsste genau hier sein, wo er nicht gezeichnet hat. Müsste jetzt besser funktionieren. Ja, genau. Okay, da gut, muss bald mal auf die Hügel gucken. Das ist ja das kleinste Problem. Wenn man das gründlich hat, dann müsste man ja eigentlich alle Locations schaffen. Dann sieht man das ja schon allein in dieser Map, ob das funktionieren kann oder nicht. Okay, dann versuchen wir mal, da hochzukommen. Gucken, ob das erfolgreich ist. Ah, wahrscheinlich von der Seite. Hier in der Nähe sind, glaube ich, auch mal Wölfe unterwegs. Weil hinter dieser Welle sind die zwei Container. Ja, also sollte das nicht klappen, dann ist das Ziel von dem Jungen ganz klar die 500 Tage. Wir sind jetzt bei Tag 400 und schlag mich tot. 1. 99 Tage. Und wir sehen jetzt, dass wenn wir die Karte jetzt hier fertig haben, durch alle Bereiche gegangen sind und hallo. Komm, Junge. Oh, es beginnt zu schneien. Oh, Gott sei Dank. Oh, wir haben es geschafft. Yes. Können auch noch höher. Ah, die Kaninchenhainhütte da unten. Na, da jetzt bin ich mal gespannt. Also nicht aufs Wetter. Wie ist die Karte? Oh, guck mal. Sogar die zweite Leiche drin. Yes. Gut, das heißt, der nächste Punkt wäre eigentlich... Ja, wieder runter. Und dahin, wo die Wölfe sind, nämlich auf die Seite des Hügels. Muss man mal gucken, ob er das hinkriegt. Noch hört man auch gar nichts, aber das heißt ja bekanntlicherweise nichts. Bin gespannt, ob man hier hochkommt.
Wahrscheinlich an der Stelle nicht, aber wir versuchen das trotzdem mal. Okay. Gut, dann müssen wir den Weg gehen. Ja, dann muss der Junge halt noch ein zweites Mal ran. Dann ist aber das Ziel tatsächlich direkt die Kartierung. Also gar nicht mal so sehr, dass man dann sagt, man versucht halt... da erstmal seinen Bestand aufzumöbeln, bevor man da anfängt, sondern man beginnt eigentlich quasi direkt. Okay. Das müsste ja Windschatten sein. Nee, ist es nicht. Das da ist Windschatten, genau. So. Ja, so Mist. Okay. Dann machen wir es jetzt erstmal so. Wir gehen jetzt erstmal zu den Container oben rauf und gehen mal am Rand runter. Und dann gucken wir einfach, wie es vom Rest da noch aussieht. Naja, oben ist die relativ steil, die Küstenstraße. Deswegen geht man da eigentlich immer die üblichen Wege. Ja, super, wunderschön. So richtig gut laufen. Ich weiß gar nicht, ob er da wieder hochkommt. Hier drüben. Ja, gut. Ja, ich meine, der Spielstand ist 500 Tage plus halt dieses Winter's Embrace Event, was knapp 40 Tage auf meinem Kanal lief. Also 550 Tage. Das heißt, mehr als anderthalbes Jahr alt. Ich denke, das ist schon relativ ungewöhnlich. So. Das ist besser. Zumindest ein bisschen. Ja doch, du darfst sie nehmen. Ich trau mich nicht. Ja, ich habe nochmal geschaut wegen der Elch-Locations. Es gibt hier in der Küstenstraße nur eine. Im Dorf, wo der Elch sein kann. Kann auch sein, dass er dann nicht hier ist, dann gibt es in dieser Map gar kein Elch. Das kann auch passieren, dass man halt auf der Map gar keine mögliche Elch-Location hat. So, wir versuchen das einfach mal von hier aus direkt, einfach nur auf diesem Feld. Dann gucken wir uns das mal an. Ja, besser wird das nicht. Gut. Ah, wir haben erst Mittag. Allerdings kann das Wetter noch ziemlich übel umschwingen. Die lauten Wasserfälle. Das ist echt schlimm. Da hörst du halt gar nichts mehr. Da hörst du nicht mal mehr die sehr lauten eigenen Schritte. So, einmal von hier bitte. Ja, die Temperatur steigt jetzt auch inzwischen. Ja, das wird besser. Wie war's? Du hast da oben Rohrkolbenstängel gesehen, nicht? Das ist ja der Hammer. Okay, dann machen wir das nochmal direkt am Ausgang.
Besser. Wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er? Da kommt er, alles klar. Okay. Echt, das ist alles. Na gut. Gut, dann jetzt runter Richtung Kaninchenhütte an der Kartenrand entlang und dann sieht man ja, was noch übrig bleibt. Das heißt, ja, natürlich genau da unten sind wir auch. Eigentlich erst am Bärenkabach Campingplatz dann wieder. Können aber zwischendurch nochmal zeichnen. Es schneit und es sind Krähen da, echt? Heißt das, es hört auf mit Schneien schon? Ja, anscheinend. Gut, dann gucken wir mal gleich, ob sie jetzt schon Federn fallen lassen haben. Ja. Tatsächlich. Feder fallen lassen haben. Ah, da ist noch eine. Sehr schön. Gut, aber die ist, glaube ich, drin. Nee, ist sie nicht. Okay. Dann haben wir jetzt bewölkt. Ja, genau. Sieht man deutlich, dass die Leiche da oben ist. Okay, jetzt muss ich, sorry, ich muss nochmal drauf. Ja, das ist erst unten bei den Leichen. Da muss man da nochmal gucken. Das ist nicht hier. Kohlen, ja, das mal gucken, ob wir hier noch was finden. Ja, das ist eigentlich nicht so typisch, dass hier jetzt so Rohrkolbengezuchtel hier wächst, weil der Bach ist relativ reißend. Sieht man schon allein am Gefälle, dass der reißend sein muss, weil er auch sehr schmal ist. Der Wasserfall, das hört ihr ja, da geht ja einiges an Wasser runter. Hätte ich übrigens cool, wenn man das Wasser da durchgurgeln können, hören könnte. Ja, komm hoch mit dir, yes, komm hoch. Machen trotzdem von hier nochmal eine Zeichnung. Gucken, ob er da hochkommt. Kommt man, sehr schön. Oh, ich habe hinter dem Berg gesehen. Was immer du auch siehst, Junge. Na gut, ich gucke da jetzt nicht rein, ob da irgendwas liegt. Beziehungsweise ich könnte ja mal... Anglerlager Quonset steht hier. Okay. Östlicher Ausgang, Küstenort. Ja, aber das ist in Richtung Trostlosen... Ort der Trostlosigkeit, so rum. Ja, ich hab dich gehört. Vor allem, wie er da auch immer rumgestöckelt ist. Hab schon gedacht, er kommt da auf den Felsen rauf, aber er hat nur so getan. Der Schlingel. So. Mein Guter. Ja, einen guten Ausblick. Wie weit kommen wir denn da ran ohne? Okay. Besser. Gut, alles klar. Oh nein. Hoffentlich nicht, bitte dich. Oder bitte lass den Bug nicht wieder. Ja, genau. Ich kann noch viel besser von hier aus hinter den Berg sehen. Ah, er kann normal laufen. Okay. Ja, er erinnert sich nicht an diesen Bug. Für all diejenigen, die sich nicht dran erinnern, wenn du da den Bogen in der Hand hattest und du hast dann zu schnell gezeichnet, also hast ihn ein bisschen auf die Holzkohle gewechselt und hast das zu schnell gemacht und dann hat sich das angehört, wie wenn der Bogen spannt, dann schlich der Charakter nur noch. Du hattest dann die Möglichkeit, hattest dann im Prinzip nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du betrittst ein neues Gebäude. Na, soll ich von hier zeichnen? Macht wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Oder du wartest eine Stunde, beendest das Spiel und lädst neu rein. Oh ja, ich schaff das nicht.
Gut, dann nicht. Okay, unterhalb des Bärenbach Campingplatzes. Ja, müsst ihr wahrscheinlich trotzdem von hier mal zeichnen. Wahrscheinlich ist der Hügel dann besser da drüben. Jetzt wird er gegen eine Wand rennen. Den Bären gibt es natürlich jetzt erstmal nicht mehr hier. Der liegt vor der Anglerhütte in kleinen, vielen kleinen Einzelteilen. Nee, wir müssen nochmal rauf, tatsächlich, echt. Und der Wind. Komm auch mit dir. Hallo. Ja, so laufe ich. So hat mir meine Eltern Laufen beigebracht. Wie ein Volldepp. Gut. Wäre nur diese eine. Ah, schön. Mitten im Wind, aber es reicht von der Temperatur. Kriegst das jetzt mal weg? Ja, okay. Gut, das andere wäre dann wahrscheinlich tatsächlich der Hügel da drüben. Okay. Dann probieren wir das mal. Also genau in den Wind. Da kommen wir aber auch tatsächlich gut voran. Das war bisher relativ erfolgreich, die Kartierung. Ja, der Junge kann auch schon wieder gut schlafen. So. Von hier oben. Bin ich mal gespannt. Ja, viel besser, hervorragend. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt mal direkt darunter. Irgendwie so in diese Richtung. Ja, im Prinzip. Mal gucken, wie weit man auf die andere Seite kommt. Mal da drüben drauf. Ja, hier ist alles nix. Gut. Nicht, was wir noch mitnehmen müssen. So, da oben drauf. Ich habe gesehen, dass da noch ein paar kleinere Schatten sind. Vielleicht wird das da eventuell besser. Ja, genau. Jetzt sind die mal weg. Okay. Der Rest ist eigentlich dann tatsächlich unten Straße und so. Mal da hochkommen. Vielleicht mit Glück, aber wahrscheinlich eher nicht. Oder? Ach, tatsächlich, krass. Ja, diese kurzen Renner, das reicht ja immer schon, um den Jungen gut auszumatschen. Gar nicht mal so sehr das Dauerrennen. Tja, Wind, es ist warm genug. Super. Felssturz. Jetzt beginnt es schon wieder zu schneien. Ja, da weiß ich noch nicht so wirklich, was es damit anfangen soll. Ja, der Felssturz ist jetzt gerade hier unten rechts. Also um den Felsen halt herum. Genau hier. Gucken, ob das mit der neuen Kartiermechanik besser wird. Oder eher nicht. Gut.
Hunden eher nicht. Okay, wir sollten jetzt aber so langsam wirklich nach Hause. Das wird jetzt wirklich sehr, sehr dunkel bald. Jetzt will ich mal gerade gucken, wie weit man hier nach vorne kommt. Sollte man ja schon ein ganzes Stück schaffen. Ah, da vorne ist was. Guck mal. Oh. Die Spawnkante hat wieder Überraschung. Oh je, das ist aber sehr weit weg. Und es interessiert mich auch eigentlich nicht wirklich. So, nochmal die Brücke. Die Spawnkante ist im Interloper interessant, aber ansonsten alles andere eher nicht, weil du hast in jedem anderen Modus massiven Überfluss. Ich will einfach schauen, ja, die Eisfische, da hast du drauf, genau, das liegt einfach nur auf dem Eis rum. Hast du vollkommen richtig gesehen. Oh, Schnauf. Hallo? Ja, komm hoch. Okay, Batterie fehlt, sehr gut. Handschuhfach leer. Ja, Scheiben sind alle so dreckig, das sieht fast aus wie in meinem Auto. Ja, Scheiben putzen, also gerade die Frontscheibe im Auto, das ist immer so seine spezielle Geschichte. Finde ich zumindest. In meinem Auto steht die relativ flach. Wie die geht. Sehr weit über das Armaturenbrett hinaus. Also das heißt, du hast einen sehr weiten Bereich, wo du dann nur noch mit ausgestrecktem Arm hinkommst. Und egal wie du das putzt, du hast immer irgendwo Schlieren übrig. Die siehst du dann immer auch nur aus einem ganz bestimmten Winkel. Was mir halt jetzt momentan gerade auffällt, wenn man da halt abends mal unterwegs ist, die Sonne sehr, sehr tief steht. Und du dann halt quasi in die Sonne fährst, da siehst du natürlich jedes einzelne Staubkorn auf der Scheibe. So, ich will gerade nochmal schauen. Da ist hier alles fertig. Ja, auf der Brücke, okay. Warte mal. Sorry, Junge. Ja, hättest du früher was sagen können. Hier muss ich noch kartieren. Wäre lustig, wenn er so einen Spruch bringen würde. Dann müssen wir noch mal gegen den Wind. Wird es da so langsam dunkel? Ah, jetzt ist das in Ordnung. Alles klar. Aber die ist gar nicht so schlecht geworden, Leute. Wir müssen nur noch mal bei den beiden Leichen gucken und ansonsten heißt es schon Richtung, Bergwerk. Ja, wir gehen gleich futtern. Keine Sorge. Ich will aber erst noch ein bisschen hier vorankommen. Vor allem, weil da auch der Wolf unterwegs ist. Ja, joho. Gerade auf die Windows-Taste gekommen. Statt auf Y. Okay. Der ist da drüben. Ich habe ja auf Twitter eine folge ich ja einer Spieleprogrammiererin aus Tromsø. Die hat, glaube ich, ihr eigenes Studio auch. Ich muss mal gucken, ob da schon Spiele released hat. Das sind natürlich ziemliche Indie-Titel. Mal gucken, ob die interessant sein könnten. Aber was ich halt interessant finde, ist, die hat momentan so eine vom Land, von Norwegen unterstützte Aktion
Kindern, die halt irgendwo auf dem Land wohnen. Und das ist in Norwegen schon relativ weit verbreitet. das Programmieren, das Spieleprogrammieren beizubringen. Das ist echt lustig. Überleg mal, das würde sowas würde es auch in Deutschland geben. Da muss ja erstmal überlegt werden, haben die überhaupt Computer? Haben wir überhaupt Computer, die wir den Kindern zur Verfügung stellen können? Und da zeigt sie dann halt auch immer Fotos, wo sie dann unterwegs ist. Auf dem Land. Die Hütten vor dem dunklen Himmel. Jetzt gerade so mit dieser Herbstatmosphäre und leichter Winter, also ein bisschen Schneefall und so, ist da schon dabei. Das sieht echt cool aus. Ja, momentan haben wir ja das, zumindest Stand Tag der Deutschen Einheit. Ja, die Wölfe sind genau davor. Wir kommen da nicht drum rum. Wir müssen was essen. Die Penner sind genau im Weg. Er ist genau vor der Hütte. Man sieht ihn kaum. Ihr seht ihn wahrscheinlich erst recht nicht im YouTube. Ist auch egal, welche Qualität ich mache. Er ist genau dort. Plöng, Junge. Plöng, sag ich da nur. Wenn man sich schnell dreht, kann man mal kurz schauen, weil die Schneeflocken da noch nicht nachziehen. Okay, Junge, hau rein. Gönn dir die Fische. Yes. Ist auch gut für deinen Jodgehalt, wenn du das Kropf bekommst. Wäre nicht so günstig. So, reicht ja? Ja, wir kommen ja frühst wieder hin. Müssen mal gucken, wenn morgens das Wetter mal wieder frühst aufstehen. Was ja der Fall ist, wenn wir jetzt schlafen gehen. Komm, schmeiß mal die Stöcke alle hier rein. Deswegen sammeln wir die ja auch. Achso, wir müssen ja sowieso den Wolf abkochen. Der machen wir ja genug, es geht ja nur ums Fleisch. Das lasse ich jetzt auch erstmal drin. Wobei, eigentlich ist das ja dem Jungen sein Thema. Nee, falsch. Gesagt, falsch, Junge. Genau. Ja, wir umrunden den Pazifik. Mit Wolfsfällen. Wie viel braucht man da? Mehr als 5000. Müssen wir mal die Spannweite eines Wolfsfells ausmessen. Von Schnauze bis zum Schwanz. Wahrscheinlich 2 Meter, 1,50 Meter, schätze ich mal. Sind dann schon ein paar Fälle, die da zusammenkommen. So, darf ich? Dankeschön. Ich schmeiß ihn einfach mal hier dazu. So hat erfüllt er ja auch seinen dekorativen Zweck sozusagen. So, Junge, du darfst ins Bett. Oh ja, ich darf ins Bett. Oh, das ist ja geil. Bin mal gespannt, ob das noch ein Blizzard gibt oder Aurora. Weder noch. 402 Tage. So, in der nächsten Folge, wie schon gesagt, wir kochen den Wolf ab. Wir werden auch noch mal einen Schwung Wasser kochen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch erst wieder mittags losziehen. Was ja auch okay ist, wir haben ja von der Karte heute wirklich, also heute, gestern, richtig guten Bereich geschafft. Wir sind im Prinzip hier drüben fertig und müssen nochmal zu diesen zwei Leichen. Da ist so wahrscheinlich so ein Hügel oberhalb der Autos. Wir müssen halt zu dieser Hütte mal rüber. Die Container sind noch gar nicht drin. Da müssen wir auch nochmal kartieren. Das ist schon der nächste Wohnwagen. Ja, ist halt die Frage, ob man erstmal versucht, hier auf dem Eis das fertigzustellen oder ob man erstmal, guck mal, der schöne Wolf, hier oben lang geht. Ja, wir müssen mal gucken, wir werden wahrscheinlich am Tag jetzt erstmal hier so einen Bogen machen, schätze ich mal. Wir werden noch wieder beim Anglerlager zurückkommen, aber die nächste Kartierung, ob wir da zurück wieder das hierher schaffen wegen dem Futtervorrat, das werden wir dann sehen. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.